Hallo und herzlich willkommen zu Transportfieber 2, Folge 38 müssten wir jetzt sein. Erstmal Dankeschön. Ich hätte niemals damit gerechnet, dass das mit dem Schönbau so gut ankommt. Wird es wahrscheinlich, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, dann irgendwann wieder ein neues geben. Vielleicht nächstes Wochenende, aber gibt mir so ein bisschen Zeit für Updates. Weil, wie gesagt, ich mache das hier so nebenberuflich. Nach der Arbeit, nach Feierabend. Es ist jetzt, wo ich aufnehme, 18.15 Uhr. Und dann immer so eine halbe Stunde, die ich dann aufnehme. Ja, also, es geht nicht so viel auf einmal. Ich werde natürlich dran arbeiten und versuchen, was Neues aufzunehmen. Aber gib mir da ein bisschen Zeit für. Gerade so ein Projekt wie das mit dem Schönbau, wo man halt stundenlang dran sitzen muss, bis was Neues passiert. Das hier ist ja sehr schnelllebig, dieses hier. Deswegen mag ich das auch so. Eben weil das hier alles sehr schnell geht, hier nicht. Klar gucke ich auch, dass hier solche Kanten zum Beispiel nicht drin sind, dass ich das mir schön gerade ziehe hier so. Aber halt nicht so extrem schön bauen. Hier soll tatsächlich die Städte KI-technisch von sich aus wachsen. Hier ist nichts einzeln gesetzt, von Hand gesetzt. Na, hier will ich mal sehen, was die KI so aus ihren Städten machen. Dann immer wieder mal erweitern, wenn die Städte größer und größer werden. Das ist so Ziel dieses Projektes. Einfach ein schnellliebiges Projekt, wo man schnell Züge fahren sieht, wo man schnell Erfolge sieht. Und dann einfach gucken, wie es sich entwickelt, wie das hier, dass man dem ganzen Herr wird. Alter, hier stehen 1045 Leute. Da ist ein Punkt zwischen. 1045 warten hier auf den Zug. Auf den Intercity von Hannover nach Neunkirchen. Ah, nicht Doppelklick, einfach Klick bitte, Herr Meier. Herr Pasek. Der so lang. Die Strecke 1, 2, 3. Ja, nehmen wir noch einen vierten mit rein. Also einen bin ich bereit, tatsächlich noch zu erweitern. So. Aber mehr geht dann auch nicht. Dann ist die Strecke sonst zu voll. So, Bemberg geht so. Aber gut, Bemberg hat auch nur einen Einfachanschluss, nämlich von hier nach hier. Da müssen wir vielleicht nochmal einen von hier nach, von Münster nach hier machen. Aber ich glaube, wir sollten dann erstmal zusehen, wenn das hier so weit läuft, dass wir die anderen Städte noch anschließen. Guck mal, hier warten auch 766. Bist du faul? Das ist übrigens was, das wird beim Schönbau nicht passieren, dass da so viele stehen. Hoffe ich. Aber das ist einfach zu viel. Dass wir jetzt hier so Allersheim und Nottleben und so noch mit anschließen und Deutz mit Holzhausen. Rheinau hatten wir, glaube ich, erst angeschlossen. Ja, hier werden fleißig Steine produziert und hier fahren jetzt auch schon die ersten Kleingüter hin, weil wir von hier aus ja versorgen. Da müssen wir auch mal gucken, dass wir noch weiter verbinden alles. Na, hier könnten wir ja direkt rannippen. Gütergleis. Und dann springen wir hier mit einer Brücke dann rüber, was auch sehr realistisch wäre. Wollen wir das erstmal machen, ich denke, ne? Also wir gehen jetzt hier mit dem Zug raus, nehmen wir das Gleis hier, das bietet sich ja quasi an. Steigung zu groß. Okay. Je weiter wir nach hinten gehen, da ist sie nicht mehr zu groß. Aber dann nehme ich gerne das Gleis. Jetzt weiß ich, welchen Mod ich eigentlich mit anmachen wollte. Ja, nee, das mache ich jetzt nicht. Und ich muss gucken, dass ich den Autosave wieder ausmache. Weil fürs Schönbauprojekt habe ich tatsächlich. Machen wir jetzt mal schnell zusammen, ne? Den Autosave-Intervall auf nur 5 Minuten gesetzt, aus dem einfachen Grunde, weil mir das Spiel ziemlich häufig abgestürzt ist. Und auch einige Sachen nicht so geklappt haben, wie sie sollten. Und wenn ich dann ein Autosave neu lade, weil es manchmal gar nicht anders geht, dann will ich nicht alles gleich
komplett neu machen müssen. So, jetzt aber ziehen wir hier den zweiten mit raus. Warum bist du hier nicht möglich? Bist du? Bis hierhin. So, passt. Dann gehen wir jetzt fix Luja. Bis hier kurz aus dem Tunnelausgang. Lokus, warum willst du jetzt hier nicht andocken? Was soll denn das? Seht ihr das? Jetzt will er nicht mal mehr andocken. Was soll denn das? Ah. Wenn ich so rummache? Ja, so rumgeht. Keine Ahnung, warum der hier nicht mehr andocken wollte gerade. Das, wenn man dann einmal gekreuzt hat oder wie? Naja. So, jetzt geht's auf jeden Fall bis hier hinten. So. Und dann springen wir jetzt da oben rüber. Das machen wir, indem wir hier jetzt mal hier rausziehen. Vernünftig verbinden, das gibt's doch nicht. Also manchmal macht mich der Editor hier echt das Bauen echt. Naja. Und so. Müssen wir da irgendwie mit der Brücke rüber? Oder habe ich hier. Ah, die Flying Junction habe ich hier drin. Super. Nee, es wird nicht schön. So, entschuldigt bitte. Ich wollte hier eine Brücke bauen. Reicht das schon? Nein, reicht noch nicht. Jetzt reicht's. Gucken wir mal nach. Hier. Gucken wir mal, ob es reicht. Müssten wir, glaube ich, noch ein kleines Stück weiter zurück. Ich glaube, von hier könnte es reichen, ne? Ja. Sehr schön. Brückenpfeiler-Kollision, war klar.
auch hier mit ein bisschen Fingerspitzengefühl. Mal gucken, ob ich damit leben kann. Ich glaube nicht. Nehmen wir den mal weg hier. Gucken wir nochmal. Ja, das sieht doch viel besser aus. Damit kann ich schon besser leben. Jetzt noch die letzten Meter. Passt. So, jetzt schließen wir das hier an. Und jetzt das Ganze. Hier noch dran. Und schon haben wir es. Hier machen wir natürlich eine Doppelkreuzungsweiche von. Signale setzen wir jetzt noch. Das Ausfahrtssignal und jetzt hier ungefähr auch haben. Hier setzen wir jetzt zwei Blöcke hin. So. Und so, dann haben wir das doch schon. Ja, dann braucht der hier ein anderes Terminal, aber ist ja nicht weiter schlimm, das kriegen wir auch hin. Das, was auf Terminal 1 ist, geht nicht. Terminal 1 und 2 sind beide belegt. Aber macht nichts. Das soll nicht unsere Sorge sein. Aber hier eine Kreuzung hinsetzen. Müsste auch der müsste ja frei sein und hier müsste frei sein. Kurz anpinnen, Terminals auswählen, dann geht die 1 hier auf die 4. Noch zweigleisig dann zurück, jawohl. Und schon haben wir es doch schon. Dann können wir mich jetzt noch von hier nach hier. Nehmen wir hier mal ein Orange, damit es schon dazu sehen ist. Aber das sieht so aus, wie es soll, ne? Jawohl. So, dann müssen wir jetzt natürlich hier in Norddeich noch neben dem Bus. Hier auch noch Güter verteilen. Nehmen wir da, dann nehmen wir hier. Soll er einmal hier abladen. Hier abladen. Sollte ja erstmal reichen. Bauen wir mal hier noch eine Linie. So, das ist die
LKW-Güterversorgung. Gleich. Linie 1 ist Güterversorgung gleich. Und da bestücken wir jetzt nur noch. Kein Straßendepot. Dich? Richtig. Da müsste es auch mal so ein kombiniertes Ding geben eigentlich. Das wäre mal gut, wenn das mal gemoddet wird. Da holen wir jetzt erstmal zwei kleinere LKWs, dann nehmen wir hier so einen so rein hier. LKW-Güterversorgung Norddeich. So. Passt schon mal. Und dann holen wir uns jetzt hier hinten wieder aus dem Hafen. Aus unserem Lieblingsdepot. Was nehmen wir denn? Eine elektrische Lokomotive, ja? Nehmen wir die mal. Und da bleibt uns immer nichts anderes übrig, um alles zu transportieren. Halt sowas. Die wollte ich noch. Ja, das reicht aber auch schon. Was ist jetzt Güter? Versorgung Norddeich. Gute Fahrt. Fahren wir noch mal eine Runde mit, ich glaube schon, ne? Hol ich mal ein bisschen vor, dass er ein bisschen schneller rauskommt, weil bis er hier raus ist, das dauert tatsächlich immer ewiglich. Weil ich das ja hier nur 20 fahren kann. Aber die Zeit nutzen wir mal, um mal wieder ein bisschen rumzugucken. Gucken, ob jetzt die 1000 hier hinten raus sind. Ja, auch nicht viel mehr. Na komm. Das ist halt, wie gesagt, zu klein bisschen nervig, dass er hier mit 16 rausfährt. Wenn er erstmal Fahrt aufnehmen kann, dann geht das auch richtig zügig hier. Ich sehe so das mit dem Transport, hat sich das auch so ein bisschen eingependelt. Naja, geht so. Guck mal, sogar recht hübsch hier gemacht. Lohnt sich hier so eine richtige Mitfahrt? Ja,
Ja, ich mache davon mal kurz ein Foto, ne, Jungs? Und Mädels. So. Warten wir hier auf freie Wege. Heißt wahrscheinlich der, der da vorne steht, der muss weg. Dann können wir wahrscheinlich da schon hinterher. Mal kurz an den Guten. Oder muss hier gleich vorher noch ein Signal, das schon ausgefahren ist. Wenn er jetzt dieses Signal passiert, müsste er eigentlich freie Wege bekommen. Ja, da geht er los. Ja, so ein bisschen haben wir noch. Warten wir noch ein bisschen, bis er in der Nähe der neuen Linie ist. Dann fahren wir mit. Bis dahin gucken wir schon mal, wo noch überall angeliefert wird. Hier wird angeliefert. Aber hier ist auch gleichzeitig Rosulingen. Okay, die brauchen halt ein bisschen was. Und dann muss halt ein bisschen mehr hier noch angeliefert werden. Müssen wir mal gucken. Da hier sind die Güterhafen untereinander. Guck mal, da geht fast die volle Ladung an Ziegelsteinen mit. Gucken wir mal, dass wir Luno noch angeschlossen kriegen. Dann würde ich auch mit hier mit rausziehen dann, also hier lang. Hier vor dann irgendwo rausspringen. Dann hier parallel lang und hier unten rein für den Güterbahnhof oder so. Da müssten wir eigentlich schon sehr viel miteinander verbunden haben. Ja, und hier unten kommt schon unser Zug. Also man muss warten, bis die beiden jeweils in ihrem neuen Block sind. Okay. Quasi jetzt. Dürfte er freie Fahrt kriegen und sobald er das hier passiert hat, kriegt der nächste freie Fahrt. Jawohl. Ja, müsste gleich ankommen. So viel Zeit haben wir. Fast perfekt die Abstände, allerdings nur fast. Und er dürfte jetzt eigentlich nicht anhalten müssen, genau. Oh, oh, bevor wir jetzt hier seekrank werden bei der Mitfahrt. Kamera an. Guck mal, nimmt er schon die ersten Sachen mit? Nö, noch nimmt er nichts mit. Na gut, muss ja halt auch erst noch registriert werden, dass das jetzt ein Abnehmer da hinten ist. So, dann gucken wir uns jetzt mal die Strecke an. Oh ja, ganz schön holprig hier.
Ja, geht aber schön. Schöne Strecke. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Hier links werde ich vom Personenzug überholt, auch sehr schön. Und dann dürfte es ja gleich über die Brücke gehen. Jawohl, ja. Dann unter der anderen Brücke durch. Und jetzt mit einem kleinen Schwenk den Güterbahnhof. Sehr gut. Jawohl. Ja, ich würde sagen, mit diesem Eindruck verlasse ich euch auch. Wir gucken dann in der nächsten Folge, wo wir weitermachen. Ich glaube, wir schließen dann nochmal ein, zwei Städte mit weiter mit an, um sie dann endgültig den Gütern noch mit zuzufügen. Bis hierhin sage ich schon mal vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir natürlich gerne einen Daumen nach oben da. Es hilft meinem Kanal, dass auch andere vielleicht mal den Vorschlag kriegen, mich mal anzugucken. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.